Hallo zusammen, ich habe diesen Katalog hier, den verlinke ich euch logischerweise unten drin. Und hier auf der Seite habe ich so ein Musterschema drin und da kam eine Frage, obwohl der Katalog immer noch in der Druckerei ist. Aber ihr könnt ihn als PDF runterladen. Und zwar, warum nehme ich mal 200 Amperestunden Batterie und einmal eine 200 Amperestunden Batterie, die große hier, warum in diesem Set nicht auch eine 200 Amperestunden Batterie? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir dann vor zu den Batterien gehen und die technischen Angaben durchschauen, klar ist diese Batterie hier günstiger als zwei solche. Aber in diesem Set drin habe ich zwei Spannungswandler. Einmal habe ich einen 1500 Watt Spannungswandler und hier einen 2500 Watt. Der 1500 Watt Spannungswandler, der zieht, ich sag mal, 1800 Ampere. Und diese Batterie, die große, eigentlich beide zusammen, liefern Spitze im Peak nur 300 Amperestunden und 150 Amperestunden über 10 Minuten und 100 Amperestunden dauerhaft. Wenn ich also 2000 Watt rausziehen will, dann brauche ich einen großen Spannungswandler und 2000 Watt mal 12 sind 240 Ampere. Das bringt diese 200 Ampere Batterie nicht raus. Das BMS ist zu schwach. Für das brauche ich zwei Batterien, dass der Strom aufgeteilt wird auf zwei Batterien. Parallel geschaltet, so habe ich auf jeder Batterie nur noch 160 Ampere und das kriegen die Batterien dann für 10 Minuten hin. Das heißt, wenn ich kurzfristig was betreiben will, 10 Minuten, dann brauche ich mit 2000 Watt zwei solche Batterien, würden auch zwei große gehen, klar. Aber ich brauche, um den Strom aufzuteilen, zwei Batterien, 100 Ampere, die dann spitze bis zu 600 Ampere liefern, kurzfristig, 300 Ampere 10 Minuten und 200 Ampere dauerhaft. Wenn ich aber nur im Ferienhaus, hier als Beispiel in diesem Set, eine Kaffeemaschine betreiben will und das ist mein größter Verbraucher, dann reicht ein kleiner Wechselrichter mit 1500 Watt und eine Batterie. Die zweite Frage, die aufkam, warum ich in diesem Elektroschema zwei Solarregler nehme. Wieso zwei solche Solarregler und nicht ein großer? Ist erst eine Preisfrage. Zweitens, ich habe nur den hier und der geht Maximum bis 300 Watt. Also das heißt, wenn ich zwei Panels in Serie schalte, dann bin ich bei etwa 40, 43 Volt Leerlaufspannung. Das geht. Und dann habe ich bei 230 Watt Panel habe ich eine Leistung von 260 Watt. Das heißt, wenn ich vier Panels anschließen will, mit einer Leistung von 130 Watt, dann habe ich eine Gesamtleistung von 540 Watt. Da reicht dieser Regler nicht. Zweitens, wie schließe ich die Panels an? Die muss ich in Serie schalten und parallel schalten, das heißt, ich brauche wieder Splitter, die auch wieder Geld kosten, und dann einen größeren Regler. Also kann ich das auch direkt vom Regler aus splitten. Zwei Regler und je zwei Panels, weil
die Leistung von 540 Watt durch 14 Volt, das kann diese Batterie ohne Probleme aufnehmen. Zwei Batterien sowieso. Wenn ihr mehr Fragen habt zu diesen Sets, die ich hier abgebildet habe, schreibt mir, ich bin bereit, hier die Fragen zu beantworten. Wenn ihr solche Panels, solche Regler braucht, die sind momentan noch nicht verfügbar. Der Katalog ist auch der Katalog 2023. Ihr könnt die vorbestellen, das ist auch kein Problem, aber Lieferung denke ich, dass das wahrscheinlich Richtung November wird, bis wir all diese Komponenten hier haben. Dann habe ich auch hier bei diesem Set habe ich ein Ladegerät drauf. Das ist ein einfaches Ladegerät, ein 20 Ampere, weil hier ist immer wieder das Thema, ja, wir haben dann noch einen Generator, können wir mit dem Generator diese Batterien laden? Weil zum Beispiel Albstall ist, da läuft sowieso der Generator zweimal am Tag, zwei Stunden oder eine Stunde beim Melken. Da wird während der Melkzeit der Generator gestartet für die Melkmaschine. Dann kann ich auch laden. Ich habe jetzt hier ein 20 Ampere Ladegerät drin. Man könnte jetzt auch ein 40 Ampere Ladegerät einsetzen, habe ich auch. Oder man kann auch hier doppelt fahren. Ich kann theoretisch zwei Ladegeräte mit 20 Ampere parallel schalten. Die tun sich auch nichts. Solange die Batterie nicht voll ist, laden die mit Volllast. Und sobald die Batterie voll ist, fängt das eine dann an abzuregeln, nicht miteinander, weil die Werktoleranz der Einstellung ist ein bisschen unterschiedlich. Aber das merkt ihr kaum, dass die Batterieladegeräte nicht genau gleichständig ausschalten. Spielt aber im Gebrauch auch keine Rolle. Ja, ich verlinke euch hier den Solarregler als Video separat und ich wünsche euch einen schönen Tag.